Glückwunsch zum Viertelfinaleinzug, aber dennoch, das 0:2 heute hat Ihnen mit Sicherheit nicht geschmeckt. Nein, ich glaube, dass es der letzte Warnschuss war für die Mannschaft nach dem schwachen Spiel in Hoffenheim und dem glücklichen Sieg gegen Düsseldorf, dass wir jetzt mit einer Niederlage weitergekommen sind, mit Ach und Krach, das muss man ganz deutlich sagen. Die Mannschaft muss jetzt wieder so spielen wie vor 3-4 Wochen. Sie muss wieder mit Spannung an die Sachen rangehen. Aber auch die Journalisten müssen aufhören, jeden Gegner niederzumachen, ob das jetzt Düsseldorf war oder ob das jetzt Arsenal war. Wenn wir alle miteinander wieder vernünftig über diese Sache reden, dann werden wir den Erfolg haben, den wir uns wünschen. Warum sind Sie jetzt so kritisch? Ja, weil der Trend ist ja fremd und wir spielen seit 3 Wochen schönen Dreck. In die Abendzeitung hat am Samstag nur von 5 oder 10 Toren gesprochen gegen Düsseldorf und wir haben mit Ach und Krach gerade 3-2 gewonnen. Ja? Aber wir sind Fernsehen und nicht Abendzeitung. Ja, ihr habt genauso wenig Ahnung wie die von der Abendzeitung. Das ist eine andere Frage jetzt. Jetzt erstmal Gratulation zum Einzug ins Viertelfinale. Gibt es eine Mannschaft, die Sie sich vielleicht nicht unbedingt wünschen jetzt? Mir ist das völlig wurscht. Wenn wir gut spielen, können wir jeder schlagen. Wenn wir so wie heute spielen, gewinnen wir gegen keine. Schönen Abend. Ja. Bundesliga aktuell. Vom Montag bis Freitag immer 18:30 Uhr auf Sport 1.